Herzlich willkommen zu einer weiteren Review. Heute schauen wir uns mal vom Lego Technik das Relic an, nämlich die 42077. Und ich wünsche euch bei dem Video viel Spaß. Wir werden in diesem Video alle wichtigen Details und Funktionen dieses Prachtexemplars besprechen. Das Modell ist in der ersten Hälfte von 2018 erschienen, kostet ca. 100 Euro und hat 1005 Teile. Auf jeden Fall einer der größeren Modelle im Jahre 2018 im ersten Halbjahr, weil es wirkt auf jeden Fall viel, viel größer, als es in den ganzen Videos aussieht. Ja, kommen wir nochmal zum Inhalt. In der Box findet ihr auf jeden Fall die Anleitung und das Modell nicht aufgebaut, sondern in einzelne Tüten verpackt. Das ihr dann mit Hilfe der Anleitung zusammenbauen könnt, aber wenn ihr schon mal hier was von Lego habt, dann wird das wahrscheinlich eigentlich relativ selbstverständlich sein. Ja, schauen wir uns das ganze Modell doch mal ein bisschen von näher an. Wir haben auf jeden Fall an der Seite die Türen, die sich auf jeden Fall öffnen lassen. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu den Funktionen da. Es sind bei diesem Modell viele Aufkleber drauf. Vorne, wie gesagt, die wunderschönen, wahrscheinlich Rallye-typischen vier Scheinwerfern, ob es jetzt wirklich vier sind. Weiß ich nicht, wie man da oben jetzt gut sehen konnte, dieses Zahnrad zum Lenken, was dann da durchgeht, was eigentlich immer die klassische Funktion bei Lego ist. Und die wunderschönen vier Reifen, die aber komischerweise falsch rum drin sind. In dem Modell wird auch in der Anleitung beschrieben, wie es jetzt vorne ist. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu den Funktionen. Man kann den Kofferraum aufklappen, wo sich an der Seite diese Klappen lösen, die glaube ich fürs Bremsen oder so sind. Und dann kann man nochmal die Motorhaube aufmachen. Auf jeden Fall krasses Feature. Und wie es wahrscheinlich irgendwie klar ist, die zwei Türen auf beiden Seiten. Und natürlich ganz wichtig zu vergessen, nicht die Federung. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt nochmal so ein bisschen zu den Fahrszenen, wie man das Ganze auch draußen so ein bisschen rumschieben kann. Wie gesagt, ich finde das Modell eigentlich relativ nice, es ist sehr groß, ich finde den Preis jetzt nicht ganz so krass gerechtfertigt. Es färgt auf jeden Fall, die Lenkung läuft flüssig und wer sich das ins Regal stellen muss, so als Design oder als Rallye-Fan, auf jeden Fall cool. Und jetzt möchte ich nochmal ein riesiges Dankeschön an den JomoTV rausstellen für die Bereitstellung dieses wunderschönen Autos. Und ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Review-Video und bis dann. Ciao, ciao.